Was sagen die Eltern von Muggelgeborenen eigentlich der Muggelregierung, wenn ihre Zaubererkinder nach Hogwarts gehen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Wenn muggelstämmige Schüler zur Hogwarts-Schule geschickt werden, wie erklären ihre Eltern ihre Abwesenheit dem Rest der Muggelwelt? Was sagen die Eltern der Regierung? Was haben sie ihren Freunden erzählt, die keine Ahnung von der Welt der Zauberer haben? Was geschieht mit ihren Kindern? Heute werden wir all das und mehr erkunden, wenn wir über die muggelstämmigen Schüler sprechen, die nach Hogwarts geschickt werden. Also, was ist ein Muggelgeborener und warum ist das Thema so interessant? Muggelgeborene sind Hexen und Zauberer, die aus nicht magischen Familien stammen. Sie sind praktisch die ersten magischen Individuen in ihrem Stammbaum. Aufgrund ihrer plötzlich auftretenden magischen Fähigkeiten überraschen und verwirren sie oft ihre Muggelverwandten. Muggelgeborene stehen in der Zauberergesellschaft vor besonderen Herausforderungen, da ihr fehlendes magisches Erbe zur Skepsis und sogar Feindseligkeit bei einigen Reinblütern führen kann. Diese Reinblüter glauben, dass die magischen Fähigkeiten nur denjenigen vorbehalten sein sollten, die in Zaubererfamilien geboren wurden. Aber unabhängig davon, wie Reinblüter über sie denken, sind Muggelgeborene legitime Hexen und Zauberer. Und sie haben jedes Recht auf alle Aspekte der Zauberergesellschaft, einschließlich Hogwarts. Eines Tages, wenn die Zeit reif genug ist, bekommen sie ihre Zulassungsbescheinigung für Hogwarts wie jeder andere auch. Traditionell informiert der Hogwarts-Aufnahmebrief die neuen Schüler über ihre Aufnahme in Hogwarts. Zusammen mit dem Brief erhalten sie eine Liste der erforderlichen Lehrbücher und Materialien, die für das kommende Schuljahr benötigt werden. Wenn eine Hexe oder ein Zauberer aus einer magischen Familie diesen Brief erhält, ist der Ablauf ziemlich einfach. Sie kennen alle das Verfahren und wenn es Zeit ist, in die Schule zu gehen, werden sie zum Bahnsteig 9 3/4 gebracht und losgeschickt. Die Prozedur für Muggelgeborene ist jedoch ein wenig anders, da sie oft eine Menge Verwirrung stiftet. Hermine sagte Folgendes: Da in meiner Familie niemand zaubern kann, war ich sehr überrascht, als ich meinen Brief bekam. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich meine, es ist die beste Schule für Hexerei und Zauberei, die es gibt. Auch Colin Creevy äußerte sich zu diesem Prozess. Es ist erstaunlich hier, nicht wahr? Ich wusste nicht, dass all die seltsamen Dinge, die ich tun kann, Zauberei sind, bis ich den Brief aus Hogwarts bekam. Mein Vater ist Milchmann, er konnte es auch nicht glauben, also mache ich viele Fotos, um sie ihm zu schicken. Im Falle von Muggelgeborenen schickt Hogwarts ein Mitglied des Personals zu deren Haus, um den Brief persönlich zu überbringen und alles zu erklären. In den Büchern wird nicht explizit erwähnt, welches Mitglied des Personals diese Aufgabe übernimmt. Aber da Professor McGonagall für den Registrator zuständig ist, scheint es am wahrscheinlichsten, dass sie diese Rolle normalerweise übernimmt. Es muss eine gewaltige Herausforderung sein, einem Muggel die Existenz von Magie zu erklären. Aber wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann wären das vermutlich Professor Dumbledore oder Professor McGonagall. In den Filmen sehen wir, wie Dumbledore zum Waisenhaus von Wool reist, um Tom Riddle über seine Aufnahme in der Schule zu informieren. Obwohl Tom magisch begabt war, hatte er keine Eltern, die ihn unterstützen konnten. Daher war es notwendig, dass ein Mitglied des Lehrkörpers ihm das Verfahren und die magische Welt erklärt. Aber ich frage mich Folgendes: Gehört zu dieser Einführung in die Welt der Magie auch eine Erklärung darüber, was sie ihren Muggelfreunden und ihrer Familie sagen sollen? Eines der größten und wohl auch wichtigsten Gesetze der Zaubererwelt ist das Internationale Statut der Geheimhaltung, das 1962 eingeführt wurde, um die Existenz von Hexen und Zauberern vor Muggeln zu verbergen. Die zaubernde Gesellschaft war nicht immer so versteckt, jedenfalls nicht systematisch. Während des Mittelalters wurden Zauberer brutal von Muggeln verfolgt, die Angst vor Magie hatten, aber nicht sehr gut darin waren, sie zu erkennen. Dies führte dazu, dass viele Zauberer in selbst auferlegter Geheimhaltung operierten. Extremistische Zauberer wollten Krieg gegen Muggel, aber die breite Gemeinschaft entschied sich stattdessen für Geheimhaltung, ein internationales Gesetz, das vom Zaubereiministerium jedes Landes durchgesetzt wurde. Diese Ministerien waren für die Geheimhaltung der Gesellschaft, die Kontrolle von magischen Tieren, Wesen und Geistern zuständig und sorgten dafür, dass die Zaubererwelt nicht aufflog. Dieses Gesetz ist eines der wichtigsten der Zaubererwelt, denn es schafft die Grenzen zwischen Muggeln und Magie. Verstöße gegen das Gesetz werden besonders ernst genommen und die Strafen können ziemlich hart sein. Für die Eltern magischer Kinder bringt dies jedoch eine weitere schwierige Situation mit sich. Wenn sie die Existenz der magischen Welt nicht anerkennen dürfen, wie sollen sie dann die Abwesenheit ihrer Kinder erklären?
Freunden und Verwandten gegenüber könnte man einfach eine Lüge erzählen, wie zum Beispiel, er ist im Internat. Aber was ist mit staatlichen Stellen? In den meisten Ländern wird von den Eltern erwartet, dass sie der Regierung melden, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Die gesetzlichen Bestimmungen variieren je nach Land, aber viele Länder haben Gesetze zur Schulpflicht, die Eltern oder Erziehungsberechtigte dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder eine Ausbildung erhalten. Diese Gesetze legen in der Regel die Altersspanne für die Schulpflicht fest und verpflichten die Eltern, ihre Kinder in eine anerkannte Schule einzuschreiben, wobei auch alternative Bildungsmöglichkeiten wie Heimunterricht oder Privatschulunterricht zulässig sind. In den USA zum Beispiel gibt es in allen Bundesstaaten Gesetze, die den Schulbesuch vorschreiben, mit spezifischen Altersanforderungen, die von Staat zu Staat variieren. Eltern sind im Allgemeinen dafür verantwortlich, dass ihre Kinder die Schule besuchen und können verpflichtet sein, der Regierung oder den örtlichen Bildungsbehörden entsprechende Nachweise zu erbringen. Wenn sie ihrer jeweiligen Regierung keine Informationen über die Zaubererwelt geben können, wie können sie dann die Abwesenheit ihres Kindes begründen? Da habe ich eine Reihe von Theorien zu. In Deutschland würde das Ganze übrigens auch überhaupt nicht funktionieren. Muggelverbindungen. Trotz der deutlichen Trennung zwischen der Muggel- und der Zaubererwelt ist es erwähnenswert, dass es einige Schlüsselpersonen in der Muggelwelt gibt, die über alles Magische Bescheid wissen. Eine solche Person ist der Muggel-Premierminister. Traditionell wird der britische Premierminister am Abend seiner Ernennung über die Existenz der Zaubererwelt informiert. Gelegentlich trifft er sich mit seinem Pedant in der Zaubererwelt, dem Zaubereiminister natürlich, um Angelegenheiten zu besprechen, die sowohl die Zauberer als auch die Muggelwelt betreffen, wie zum Beispiel die Rückkehr von Lord Voldemort. Wenn es Vorfälle gibt, bei denen Magie und Muggelwelt auf eine Weise zusammenstoßen, die nicht leicht zu erklären sind, würde der Premierminister mit dem Büro für Fehlinformationen des britischen Zaubereiministeriums zusammenarbeiten, um eine glaubwürdige Vertuschungsgeschichte zu erstellen. Angesichts der Tatsache, dass der Muggel-Premierminister ein Insider mit erheblicher Machtfülle ist, liegt es nahe, dass er für die Schaffung und Aufrechterhaltung von Gesetzen verantwortlich ist, die Kinder, die eine Zauberschule besuchen, effektiv schützen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Premierminister das Recht vorbehält, alle Untersuchungen darüber einzustellen, was genau Hogwarts ist und dass es auf dem Papier nur als eine Privatschule in den schottischen Highlands erscheint. Alternativ könnten muggelstämmige Hogwarts-Schüler einfach als Heimschüler geführt werden, die ihren Lehrplan von einer Schule ohne festen Standort erhalten. Hogwarts würde den notwendigen Papierkram einreichen, um legitim zu erscheinen, aber in Wirklichkeit als Scheininstitution existieren, indem es sich als Schuleinrichtung registrieren lässt und Protokolle ähnlich wie Muggel-Privatschulen befolgt. Dies würde es ermöglichen, sich unauffällig zu verhalten und dennoch bestimmte Anforderungen zu erfüllen, ohne muggelstämmige Schüler komplett aus den öffentlichen Datenbanken zu entfernen oder ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung zu behindern zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Zaubereiministerium eine bestimmte Hexe oder einen bestimmten Zauberer ernennt oder vielleicht eine Unterabteilung wie das Muggel-Verbindungsbüro, die den Eltern dabei hilft, eine überzeugende Fassade zu schaffen, um den Aufenthaltsort ihres Kindes zu verschleiern. Es wäre die Aufgabe dieser Insider-Zauberer, verdeckt in Schlüsselpositionen der Muggelwelt zu arbeiten und eine Papierspur für Hogwarts zu erstellen, damit es wie ein normales Internat aussieht. Meine letzte Theorie ist, dass es die Aufgabe des bereits erwähnten Muggel-Verbindungsbeamten ist, den reibungslosen Übergang des Schülers in die magische Schule zu erleichtern. Da es in erster Linie ihre Aufgabe ist, den Eltern die magische Welt zu erklären, würde es durchaus Sinn machen, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen, alles zu regeln und sicherzustellen, dass eine nahtlose Integration in die magische Gesellschaft stattfindet. Was Freunde und Familie betrifft, so ist die Angelegenheit etwas einfacher. Es gibt keine staatliche Vorschrift, die besagt, dass man seinen Freunden und den Verwandten gesetzlich mitteilen müssen, was mit ihrem Kind gemacht wurde. Im Fall von Vernon Dursley hat er seiner Schwester Marge einfach gesagt, dass Harry eine erstklassige Einrichtung für hoffnungslose Fälle besucht. Aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Harry Potter. Tja, es wird schwer sein, Tante Marge vorzuspielen, dass ich auf die St. Wyskips gehe. Vernon Dursley. St. Brutus, Sicherheitszentrum für unverbesserliche kriminelle Jugendliche. Harry Potter sagte, ganz genau, das ist eine Menge, was man sich merken muss. Ich muss es überzeugend rüberbringen, nicht wahr? Was ist, wenn ich aus Versehen etwas verrate? Vernon Dursley, dann wirst du die Seele aus dem Leib geprügelt bekommen. Dies zeigt, dass es möglich ist, einfache Ausreden zu erfinden, um die Abwesenheit magischer Kinder zu erklären, ohne die Geheimhaltung der Zaubererwelt dabei zu gefährden. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video.
Was meint ihr dazu? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was Muggeleltern durchmachen müssen, um ihre jeweilige Regierung zufriedenzustellen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.